Yo Leute, Alex von Noobtown Gaming hier mit einer Runde Star Wars Battlefront mal wieder auf Vorherrschaft in der Jundlandwüste. Wollen wir hier mal alles durch probieren. Die Map finde ich übrigens auch sehr geil. Ich finde dieses Schiff auch sehr cool. Also das ist ja dieses Transportvehikel, sag ich jetzt mal. Und finde ich auch sehr cool. Kulisse. Ich finde die ganzen Kulissen hier sehr, sehr geil. Du bist ein ganz schlau mit schwarzen Augen. Eieiei. Na, ist mir den hier kaputt, ne? So, ja. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, schön, dass du eingeschaltet hast. Das war dumm. Das war sehr dumm von mir. ja. So. Aber heute versuche ich wirklich. Oder was heißt, ich weiß nicht, eigentlich sollte man das nicht so sagen, ich versuche wirklich, aber mich mal mehr mit dem Spiel zu befassen, ne? Weil ich habe in den letzten Folgen so viel Double Kill mit der Nate, Junge! Ah, oh, natürlich weg. Oh, Mist. Wie war das Double Kill mit der Nate? auf jeden Fall habe ich die letzten Folgen so viel geredet über so komisches Zeug, was für einen Ego-Shooter irgendwie komisch ist. Weil da gibt es ja so viele Eindrücke über das Spiel, dass man da eigentlich nichts zum Reden braucht. Dieser Turm, der macht mich fertig, ne? Der macht mich, seelisch und moralisch macht er mich fertig. So, da werden wir jetzt mal hier gucken, wo sind sie denn? Da müssen wir mal hier so laufen, ne? So, schon. So. Die Felswand drin, dann wäre es wahrscheinlich wieder irgendwo der Turm, ne? Ich bin dafür zu blöd, das zu raffen. Ja, ruhig. Was? Ach, diese komische Viper-Suchdrohne da. Suchdroiden-Gedöns da. So, jetzt muss ich mich mal konzentrieren. Ist so hügelig. Ich habe keinen Sprung. Ich komme dementsprechend gar nicht so auf die Hügel. Bumm. Gehen wir mal schön noch einen mitgeben. Ah, das macht einer. Hallo. Nein! So, das war jetzt das erste und letzte Mal, dass ich drauf geguckt habe in der Runde. So. Neues Start. Neues Start. Nein, tja. So. Hey. Hotschi. Für dieser Druide ist, weiß ich immer noch nicht. Vielleicht kann man das mir mal sagen. Und, ja. Also, oder ich lebe, muss mich da mal einlesen, natürlich, klar. Vorrücken, haben wir das erobert, wir sind gut. Typ aus dem Tower auch rausgeholt. Sehr schön. So muss es nämlich laufen. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Was war das denn jetzt? Alter! Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich frage mich auch gerade, was hier abkommt. Also alleine ist immer so ein bisschen, ne? Es war einfacher, alles abzustimmen mit dem Ton und so weiter. Das ist ja bei mir ein ganz großes Running Gag, ganz großes Thema. Aber mit mehreren Leuten macht es halt auch einfach mehr Spaß. Du hast jemanden, mit dem, auf den du dich, dem du quatschen kannst, auf den auf was du dich beziehen kannst, wenn hier irgendwas ist oder so. Hey ho, hey ho. Ja,
das ist mir zu langweilig, diese komischen Tower. Hey, ich bin hier. Die Granaten habe ich, ne? Ich habe auch gerne diese zwei Granatenkisten. Ich habe auch noch so einzelne Karten, was ich ja vorher überhaupt nicht verstanden habe, warum man so viele Kartenhände und dass man auch noch die Hand von seinem Kollegen da nehmen kann und so. Okay. Nein, Spaß. Aber das fand ich ein bisschen verwirrend. Autsch. Das fand ich ein bisschen verwirrend. Ey, guck nach vorne. Bin über die Straße. Jetzt haben deine Eltern nichts mehr beigebracht. So. Das fand ich am Anfang ein bisschen verwirrend, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also das habe ich nicht, habe ich auch nicht so ganz verstanden. Hey. Hä? Hab ich nicht gesehen oder was? Der Typ hätte auch 1:1 ich sein können. Oder der hier. Die arme Sau. Mann. Siehst du? Ich kam auch einfach von der Seite angedüst. Mich weggemacht. Wir übernehmen einen Kontrollpunkt. Ne, das war wohl nichts. Diese Rakete, keine Ahnung, wird davon immer getötet, aber irgendwie kriege ich das nie so geschafft. Oh Mann! Ich wollte nicht drücken. Ich wollte gerade schon wieder drücken, aber nee. Freunde der Sonne. Oh, mit dem Mikro kriege ich irgendwie nicht gebacken. Der hängt irgendwie so komisch hier, dass ich da, wenn ich die Hand vor meinem Knie nehme, ich muss das mal schildern. Ich sitze hier vor meinem Fernsehtisch, da steht mein Laptop drauf. Der Fernseher hängt eigentlich an der Wand, aber der ist zu weit weg. Da muss ich schon aufstehen, wenn die Aufnahme starten und stoppen will, was eigentlich nicht so geil ist. Deswegen habe ich mir das hier so ein bisschen halb professionell eingerechnet. Bei ein paar Abonnenten braucht man das, ja. Nee, aber wie gesagt, ich wollte es halt von Anfang an richtig machen. Oder von Anfang an halbwegs professionell machen, damit es auch irgendwie mir selber Spaß macht und ich selber da nicht von denke, dass ich hier komm, fuddelst du mal so ein paar Videos ins Netz und so, ne, weil ich das schon vernünftig machen wollte. Und hab mir dann halt so meinen alten Monitor hingestellt und das dann mit so einem Adapter von der PlayStation über die Elgato dann angeschlossen, dass ich jetzt diese Vorsitzung auch. Wieso, was war das denn jetzt? Durch geschossen oder was? Dass ich dann halt auch hier ein bisschen näher dran sitze und auch an dem Computer näher dran sitze. Alter. Das muss ich auch mal gerade kurz. Wo ich auch am PC näher dran sitze und dann die Aufnahme stoppen kann und gucken kann, wenn irgendwas nicht ist, schnell darauf reagieren kann, wenn die Runde gerade angefangen hat, das Bild hat sich aufgehangen oder so, das Programm schnell mal neu starten, die Aufnahme schnell mal neu starten oder so. Ja, das ist schon angenehm. So viel dazu. Und immer wenn ich irgendwie meine Hand vom Knie nehme, weil ich jetzt hier so rechts auf dem Knie habe, meine rechte Hand und da rechts steht auch das Mikro, das ich hier gerade reinrede. Hallo, Test. Das da. Ja, genau. Das ist bei Call of Duty, da war das Messer 50 Meter vor mir, ey. Ein Vogel. Dann hau ich halt immer so blöd dagegen. Und irgendwann vergesse ich halt, dass da. Irgendwann vergesse ich halt irgendwie, dass da ein Mikro ist. Und dann hau ich halt dagegen. Ich weiß nicht, ob der Ton da. Wie gut der Ton damit ist. Also wie sehr das stört. Ich kann mir schon vorstellen, weil ja, wenn man irgendwo gegen so ein Mikro haut, ne, wenn man so gegen so ein Mikro kommt, dass sich das so komisch aufsetzt. Normalerweise kennt man das ja. Wenn man sich das dann etwas komischer aufsetzt, dann hört sich das ja so, oder wenn man das reinsteckt in den Controller, gibt es ja einmal so ein Ploppen. Ne, und wenn man dagegen haut, dann wird das, denke ich mal, ähnlich sein. Und dann auch das Vibrieren, weil auch ich auch nicht so den besten Arm gekauft habe, muss ich jetzt mal ganz ehrlich so sagen. Hört man wahrscheinlich auch da drin, weil der Arm sehr locker ist und halt auch sehr viele Geräusche von sich gibt, wenn der bewegt wird, leider. Und deswegen, naja, weiß ich nicht. Deswegen ist das immer so ein bisschen blöd, weil ich auch nicht daran denke. Ich meine, es ist ja gut. Es ist auf eine Art und Weise gut, dass man nicht mehr daran denkt, dass da ein Mikro steht, ne? Weil man frei spielen und reden kann und mit Leuten. Also ich unterhalte mich ja quasi mit Leuten, die ich noch nie gesehen habe und teilweise, ne, die ich noch nie gesehen habe und mit euch unterhalte ich mich ja nun mal. Klar, ich erzähle sich meine intimsten Sachen,
Aber ich unterhalte mich ja mit euch. Und das ist immer besser, wenn man das irgendwie freier und weniger Zwang, weniger gezwungen macht. Ne? Also das erste Mal mit dem Silent gezockt habe. Und da habe ich auch gedacht, oh, ich höre jetzt heute und weiß nicht, wie das ankommt. Und so, ne? Aber Niederlage. Naja, Leute, das waren nur 10 Minuten. Ich glaube, ich hänge einfach noch eine Folge dran. Ja. Dann beenden wir das Thema gleich. Nach entweder dem kleinen Schnitt. Ja, weiter geht's. Ich habe mir gerade nochmal einen Schluck gegönnt hier in der kleinen Pause, sozusagen in der Ladepause. Und es geht weiter. Diesmal. Au, aua, das war mein Hals. Mach das nicht nach. Als, ne, hier. Imperiale Fraktion. So. Ich weiß auch gar nicht. Ach ja, so. Also, Thema. Ich weiß nicht, ob ich wollte das gerne noch beenden irgendwie. Das Thema mit den befreit reden. Also, ich bin beim Silent. Das erste Mal mitgespielt habe, habe ich auch gedacht, okay, du kennst ihn. Ich kannte ihn ja nicht. Greifen Sie an, wenn und ihr soweit er seid. Mich nicht. Und ich kannte das ganze Blödsinn nicht. Deswegen war das für mich natürlich ein bisschen komisch, aber als ich dann gemerkt habe, okay, ist ganz cool und er ist halt auch cool drauf, dann war das halt schon. Nein, also okay. Wir müssen uns neu formieren. Dann war das halt schon besser, ne? Und jetzt mittlerweile habe ich jetzt halt so ein paar Videos aufgenommen und merke, dass es mir halt gut gefällt und so. Wie ich das auch schon tausendmal gesagt habe, Alter, als ob ich nötig hätte. Ey. Und ist ja wie mit den Leuten, die sagen, es ist geil, Single zu sein, die haben es ja nötig. Ne? So. Hab ich jetzt weggeflogen, der Arsch. Wattenpenner! Nee, aber. Ja, dann fühlt man sich befreiter und dann kann man besser damit umgehen und besser damit mit reden und so und besser auch zu Leuten oder mit Leuten, weiß ich nicht, ihr werdet nicht zu Hause, also wenn ich mir Videos anfange, sitze ich zu Hause, gebe Antwort. Aber, oh, der war knappi. Den auch noch? Na. Der Heiner hat noch einen HP-Lift gehabt. Ja. Aber naja, ich unterhalte mich halt quasi hier mit fremden Leuten und das Thema zieht sich schon wieder wie Kaugummi. Ich fange immer wieder an, weil ich es vergesse. Nee, ich möchte einen Teilabfangjäger machen. Wir verlieren einen Kontrollpunkt. Oh je. Aber die Kernaussage war ja, dass ich absolut, dass es eigentlich ganz okay ist. Also es ist nervig, dass ich manchmal gegen das Mikro schlage, aber es ist ein gutes Zeichen dafür, dass ich vergesse, dass das Mikro da ist. Oder einfach zu verpeilt, mir eine Hand-Augen-Koordination von dem Chef die Kette zu kriegen. Das kann man jetzt. Ist jetzt auch Auslegungssache. Also wahrscheinlich eher letzteres, aber. Ja. Komm, du läufst mir auch noch in die Flinte. Nein! Oh Gott, das ist auch den. Anderen konzentriert, der da weggelaufen ist. Der Lump, den wollte ich unbedingt haben. Naja, also ich weiß noch nicht, wie ich das hier auf Dauer machen werde mit den Star Wars Folgen. Also ich will eigentlich nicht, also ich will eigentlich mehr die Leute dabei haben, ne? Ob es Kollegen sind oder Silent noch mehr machen, den eigentlich wahrscheinlich auch die meisten von euch kennen werden. Wir verlieren einen Kontrollpunkt. Ja, nee, da das ist jetzt nur so, ich hab mal wieder Bock zu zocken, so nach dem Motto und so viel später. Professionell. Ne, ich hatte wieder mal Bock zu zocken und er hatte leider keine Zeit und von meinem Kollegen hat auch keine Zeit, dass er manchmal kommt. Leckt mich alle mal. Mach ich halt alleine mit dem Pumps hier. So. Und normalerweise würde ich es gerne auch in der Nähe spielen. Weil es auch einfach, ja, da passieren auch lustige Sachen, ne? Wenn man mit dem zusammenspielt, dann passiert da lustiges Zeug, wenn der irgendwie, scheiße, wenn was auch mal drüber kommt. Weil der Kanal, das habe ich aber auch, glaube ich, schon mal gesagt, nicht umsonst so heißt, wie er heißt.
weil ich das alles mit ein bisschen mehr Humor sehe. Also ich spiele jetzt nicht im Programmer. Pro-Gaming-Skills zu machen, das ganz, ganz viele ja machen. Wir wollen immer gut sein und gut sein. Klar, ich will auch gut sein. Aber für mich ist gut sein nicht alles. Für mich ist, wenn man gewinnt, gut sein eher so ein persönliches Nebenprodukt sozusagen. Ja, also, klar, es ist geil, wenn man gut ist. Aber ich bin auch nicht schlimm, wenn man nicht so gut ist, wenn man aber gewinnt. Komm schon, den auch noch! Verdammt! So, so viel dazu. Und ja, das habe ich ja auch in der Kanalbeschreibung geschrieben, die du natürlich gelesen hast. Ja. Dass ich das alles nicht so ernst nehme. Klar, gewinnen will jeder. Und auch, ne, was das Spiel angeht, gewinne ich auch. Aber ich muss nicht der Beste sein. Ich muss einfach Spaß an der ganzen Sache haben. Nein! Nein! Nein, nein, nein! Bist du weg? Ah. Und ein bisschen Selbstironie gehört auch dazu. Ne, gehört immer dazu. Und, gehört zu allem irgendwie ein bisschen dazu, weil so ernst sollte man es sich nicht nehmen. Man sollte immer so ein bisschen selbstironisch an die ganze Sache rangehen, weil wer über sich selber lachen kann oder wer über sich selber witzeln kann, was ich auch kann, oder auch über sich selber lachen kann, wie je nachdem, der fährt schon ganz gut. Und da gibt es Situationen, wo das sehr, sehr hilfreich ist, und da spreche ich auch aus Erfahrung. Ja. So viel dazu. Deine Anekdote mal hier anschneiden, warum der Channel so heißt, wie er heißt. So Leute, pass mal auf. Ich fliege jetzt Flieger, wenn ich es geschissen kriege, das hier zu machen. So. So Leute, jetzt pass auf. Ego-Sicht fliegen. Wir haben die Oberhand. Oder? Lord Vader wird zufrieden sein. So, wo ist denn hier überhaupt? Hier? Ich würde gerne Ego-Sicht. Oh, das ist falsch. Ego-Sicht fliegen, aber irgendwie. Ich sehe aber auch gar keinen. Bisschen langweilig, ne? Oh. Da hat er mich weggemacht. Ja, so gut konnte ich schon damals im Battlefield fliegen. Wir verlieren einen Kontrollpunkt. Obwohl das ein bisschen einfacher ist, als Battlefield fliegen zu gut. Ja, was ist denn da? Das sind so Situationen, wo ich halt auch mal kurz anhalten kann und mir den Scheiß angucken kann. Was viele Leute, ja, ich spiele ja nur spielen, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Wie gesagt, das soll jeder machen, was er will und wozu er lustig ist. Aber er soll die anderen nicht verurteilen, ne? Wir nehmen einen Kontrollpunkt in Besitz. Ja, ich will ein Held sein. Ich möchte. Der sein. Ey. Oh, das glaube ich ja gar nicht so gut, was ich gerade mache, ne? Boah, war das schlecht. War das schlecht? Was bin ich eigentlich für ein Noob, ey? Boah, so eine Scheiße. Ja. Ja, ich weiß. Ich weiß. Für die Leute, die jetzt den... Fuck. Jetzt hier die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, ihr habt vollkommen recht. Ihr habt vollkommen recht. Nee, da fällt mir auch nichts mehr zu ein, einfach in die Menge da rein zu rennen und nichts, aber auch gar nichts geschissen zu kriegen. Wow. Einfach nur wow. Naja. So sieht's nun mal aus, ne? Ich bin und bleib ein Noob. Das ist auch nicht schlimm. Werden wenigstens so große Erwartungen an mich gestellt. Also die Leute, mit denen ich spiele, die wissen dann auch, ja gut, das ist ein Noob. Der kann nix. Wenn aber was Gutes bei rumkommt, dann sind wir alle mal glücklich und denken, wow, jetzt haben wir was geschissen, kriegt der Kollege. Weil denken die anderen wahrscheinlich von mir und ich denke das von mir auch meistens. Und bin auch immer total überrascht.
wenn dann sowas passiert wie ein Ace bei Rainbow Six oder so. Alles klar, der kommt um die Ecke und der Einzige, der ihn wegmacht, bin ich, oder was? Sind wir am Gewinnen? Wir sind am Gewinnen, ne? Ja. Ach, sowas? Nicht gucken! Sowas behindertes schon. Also nicht behindert. Scheiße ist das! Behindert ist ein Wort, mit dem man sehr vorsichtig sein muss. Aber sollte. Komm schon! That's what I'm talking about. War ja cool. So sieht's aus, Leute. So und nicht anders. Nee, nee, aber Boba Fett ist auch ein cooler Held. Boba Fett mag ich auch sehr gerne. Den mag ich auch den, wir übernehmen das Film. Kommando über einen Kontrollpunkt. Gerne. Aber den mag ich hier sehr gerne. Weil einfach. Ey, ich bin hier durch. Lass mich hier durch. Ich muss jetzt hier aufstehen. Ja, hast du dir gedacht. Ja, mein Freund. Das hier noch? Nein, ich sterbe! Ah, wieso bin ich hier? Wieso sind alle tot? Ich kämpfe hier um mein Leben. Grauem Bildschirm. Wir sind alle am Verrecken. Jawohl! Mann, zwar nur einer, aber das hat mal eingeschlagen. Ja, ram, bam, bam hat es. So, jetzt kommen wir in die letzten 57 Sekunden. Ich glaube, wir gewinnen das, oder? Wie gesagt, ich bin natürlich nicht der Bewandelste in diesem Game. Aber ich glaube, dass wir drei und die nur zwei haben. Das ist ganz gut. Das ist ein ganz gutes Zeichen. Das ist ganz gut. Ja. Wir sind die Jungs von der Baustelle. Seht ihr das? Ja, geil, von Dennis. Das ist super lustig, den Typen. Also den Dennis, diese fiktive Figur. Hammer. Hammer. Was ist der? Erstmal alles reinpfeffern, wo geht's, ne? Das ist echt leer. Okay, da haben sie mich mal niedergeknüppelt, wa? Arbeitet im Team. 12 Sekunden noch. Oh, nein, Linie. Oh, nein, machen wir die Linie. Hab nichts mehr davon, jetzt wollte ich die Granate werfen. Oh, fuck. So, jetzt gucken wir mal 22, 21. Ich will positiv aus der ganzen Sache rausgehen. Ich will nicht nochmal sterben. Ja, positiv! Doch, und war da einer gewesen, links. Ich hatte den Visier. Gut, Leute. War eine coole Folge, denke ich. Falls euch gefallen hat, gerne ein Däumchen da lassen, beim nächsten Mal wieder einschalten. Und über einen Kommentar würde ich mich sehr, sehr freuen. Bis dahin streiche ich hier erstmal die Segel und haut rein. Bis denne. Ciao.